Stefan, Spitzenspiel, Heidelheim zu Gast bei Mutschelbach. Ein attraktives Spiel, so wie ich es gesehen habe. 4-2 gewonnen. Wie hast du es erlebt und gesehen? Ja, ich glaube, dass wir auch zufrieden sind. Vor dem Spiel war sehr viel Brisanz drin mit Ex-Trainer. Und ich habe in Heidelheim auch als Trainer fungiert. Von daher gesehen war es schon ein Spiel, wo sehr viel Brisanz drin war. Und glaube auch richtungweisend. Wir haben das auch so der Mannschaft gesagt, dass es ein ganz, ganz wichtiges Spiel ist. Ich habe gesagt, die Bundesligisten haben Champions-League-Spiele. Wir haben das leider nicht, aber wir haben am Wochenende eins. Und wollen das unbedingt gewinnen. Und haben das geschafft. Und da muss man der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Zusätzliche Brisanz war ja drin, da man den Ex-Stürmer von Heidelheim, Erich Strubel, verpflichtet hat, der auch zum 1-0 das Tor schießen konnte. Kannst du dazu auch noch ein paar Worte sagen? Ja, ich glaube, der Erich ist ein unglaublich sympathischer Spieler. Jede Mannschaft wünscht sich, so einen Stürmer zu haben, der dann in der richtigen Zeit am richtigen Ort ist und dann die Dinge auch eiskalt macht. Das wussten wir. Wir haben ihn verpflichtet deshalb, weil wir auch natürlich andere Ziele haben. Und wir sind froh, dass wir ihn bekommen haben. Und Erich ist aber vom Typ her einfach ein richtig sympathischer Kerl und der natürlich auch weiß, wo das Tor steht. Was sagst du zum Spielverlauf und zum sportlichen Aspekt des Spiels? Ich glaube, dass wir sehr gut angefangen haben, dass wir sehr dominant waren, auch im Ballbesitz, dass wir die Lücke gefunden haben. War ein bisschen überrascht, dass Heidelheim mit Fünferkette gespielt hat. Waren wir taktisch nicht eingestellt. Trotzdem gehen wir 1-0 in Führung. Und danach hatten wir 10 Minuten, die waren überhaupt nicht gut. Da haben wir keine Präsenz gehabt, kein Zweikampfverhalten und sind dann auch folgerichtig in Rückstand geraten. Und denke, zweite Halbzeit, ich habe der Mannschaft gesagt, ich möchte das Spiel gewinnen. Ich möchte nicht unentschieden spielen. Wir haben das Potenzial. Wir wissen, dass wir unglaublich stark sind, auch in den letzten 30 Minuten. Und dass die Mannschaft das läuferisch, was sie getan haben, Heidelheim mit Sicherheit nicht durchhält. Und das haben wir heute gezeigt. Und danach war es dann letztendlich dann auch eine saubere Sache von den Jungs. Jetzt seid ihr als Verfolger mit einem Spiel weniger auf 2 Punkte Abstand rangekommen, auf den Spitzenreiter Heidelheim. Ja, wie geht es jetzt weiter und was habt ihr euch noch vorgenommen? Ja, ich glaube einfach, da will ich auch einen Satz sagen zu dem spielfreien Tag in der Landesliga, mittel unterm Jahr, in der besten Zeit, da einen spielfreien Tag reinzusetzen und dann 3-4 Mannschaften dann auch spielen dürfen und den Spieltag verlegen dürfen. Ich denke, wenn wir einen spielfreien Tag machen, sollen das alle Mannschaften tun bei 14 Mannschaften. So wird das Tabellenbild auch nicht verfälscht. Und das hat uns natürlich dann schon wehgetan, dass wir nicht spielen konnten und Heidelheim konnte das Spiel gewinnen und dadurch auch ein bisschen wegziehen. Und das hat uns unter Druck gesetzt. Da haben wir dann in Kirchfeld auch nicht gut gespielt, weil wir außer Rhythmus waren. Und das sind Dinge, die müssen. Ich denke, wir haben im März, haben wir genügend Zeit, Spiele nicht zu spielen, da wo es dann schneit und schlechtes Wetter ist, aber nicht im Oktober, wo das schönste Fußballwetter ist, einen spielfreien Tag zu machen. Das Ziel bleibt, denke ich mal, die Spitze. Ja, natürlich, wir wollen aufsteigen. Ja, aber das kann Heidelheim auch. Ich denke, die Klasse ist so, dass Heidelheim oder wir ganz vorne dabei sind. Und auch, man hat ja auch gesehen, dass Kellach über die Relegation aufgestiegen ist. Heidelheim hat eine sehr, sehr gute Mannschaft und hat auch die Möglichkeit. Und wir auch. Und wir wollen unbedingt da oben uns festkrallen, dass wir dann die Möglichkeit haben, direkt aufzusteigen oder über die Relegation. Einer von uns beiden, denke ich, wird das auch das Rennen machen. Der nächste Gegner lautet für euch bei einem Auswärtsspiel Ersingen. Wie werdet ihr diesen Gegner zu packen versuchen? Der wird ja ein anderes Kaliber sein als der Spitzenreiter. Ja, ich denke, das sind die schwersten Spiele. Ersingen hat eine gute Heimbilanz. Ist auch eine Mannschaft, die als Aufsteiger immer euphorisch ist und haben auch viele Torchancen sich schon rausgespielt. Wir haben sie 2-3 Mal beobachtet und denken, wir werden auch wieder eine Lösung finden, dass wir das gewinnen können. Stefan, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Vielen Dank, euch auch.